Wirklich blöd, dass wir Weihnachten arbeiten müssen. Immerhin sind wir beide in der Klinik. Heiligabend ohne Oscar? Der wird sich bei Oma und Opa pudelwohl fühlen. Hm? Dann holen Sie ihn endlich ab. Heute Abend. Ich weiß nicht, warum Brentano Heiligabend Dienst hat. Wahrscheinlich ging's nicht anders. Das wäre jetzt Ihr erstes Weihnachten mit dem kleinen Oscar und sein erster Geburtstag. Ich krieg doch jetzt keinen Ersatz mehr für ihn, Ingrid. Ach, Gernot, wir beide könnten doch, ich meine, du springst für Dr. Brentano ein und ich übernehme den Dienst für Asu. Wir fahren in 2 Stunden in unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Na, du wolltest doch sowieso nicht in dieses Wellnesshotel. Also ich hätte nie gedacht, dass ich dich mal überreden muss, die Feiertage hier in der Klinik zu verbringen. Ja. Entschuldigung, Dr. Kaminski möchte Sie kurz sprechen. Danke. Ich möchte Ihnen nur frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünschen. Oh, danke. Ach, Dr. Kaminski, haben Sie über Weihnachten schon was vor? Wir hätten da nämlich ein Hotelarrangement günstig abzugeben. 3 Tage Wellness im Schlosshotel. Harzblick etwa? Ja. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Dasselbe Hotel? Über Weihnachten. Ja, das hatten wir auch vor. Aber das hat sich gerade erledigt. Oh. Was uns wiederum um die unverhoffte Chance eines gemeinsamen Saunaganges bringt. Jedenfalls frohes Fest und kommen Sie gut ins neue Jahr. Sie auch, Dankeschön. Frohe Weihnachten. Ihnen auch, danke. Damit hat sich die Sache doch wohl erledigt, was? Also Weihnachten mit Dr. Kaminski, gerne, wirklich. Naja. Hallo, Frau Konrad, wie geht's Ihnen? Schlecht. Meine Großmutter hatte die letzten Tage immer wieder Bauchschmerzen. Eigentlich wollte ich schon letzte Woche mit ihr herkommen. Blutdrucktemperatur? Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Das Medikament, das Sie mir neulich gegen die Entzündung der Galle verschrieben haben, hat gut geholfen. Heute Morgen ist sie ohnmächtig geworden, im Badezimmer. Ich wollte ihr die Haare waschen und plötzlich ist Großmutter vom Waschbecken zusammengeklappt. Und wie lange waren Sie bewusstlos? Ich kann mich nicht erinnern. 1-2 Minuten ganz sicher. Hat sich das irgendwie angekündigt, Schwindel? Ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Ich werde es jetzt untersuchen, Ultraschall. Mhm. Können Sie bitte draußen warten? Ich kann mich an die Ohnmacht wirklich nicht erinnern. Sowas kommt vor. Das ist furchtbar, wenn man alt wird. Bei Ihrer Großmutter gibt es keine Anzeichen für einen akuten Krankheitsschub. Die Gallenblase sieht gut aus, kein Fieber, keine Schmerzen, das Blutbild ist in Ordnung. Herzinfarkt und Schlaganfall können wir ausschließen. Aber sie muss doch im Krankenhaus bleiben, oder? Na, morgen ist Heiligabend. Also, Ihre Großmutter würde die Feiertage gern zu Hause verbringen. Ja, natürlich will sie das. Na, ich halte das für völlig vertretbar. Wir geben etwas für den Kreislauf und im neuen Jahr machen wir dann einen stationären Gesundheitscheck. Vielleicht wäre es besser, sie würde ein paar Tage in der Klinik bleiben. Das ist nicht nötig. Ja, aber was wäre denn gewesen, wenn ich heute Morgen nicht neben ihr gestanden und sie nicht aufgefangen hätte? Dann hätte sich meine Großmutter sonst was gebrochen. Für den Notfall müsste natürlich immer jemand da sein, aber das lässt sich doch sicherlich organisieren. Ich kann mich nicht um sie kümmern. Sonst auch niemand? Freunde, Verwandte? Nein, meine Großmutter hat nur noch mich. Ich will, dass sie hier bleibt. Ich hatte schon Angst, dass ich über Weihnachten hier bleiben muss. Was haben Sie denn Weihnachten vor? Wir feiern ganz unter uns, meine Enkelin, mein Urenkel Max und ich, wie jedes Jahr. Max hat sich eine Spielekonsole gewünscht. So heißt das doch. Ja. Ich wollte ihm lieber einen Fußball kaufen, aber ich bin gleich fertig. Dr. Heimann und ich, wir haben noch mal miteinander gesprochen. Es wäre wirklich besser, wenn du ein paar Tage hier bleibst, Oma. Aber Sie haben doch gesagt, ich kann Weihnachten zu Hause sein. Letztlich ist es Ihre Entscheidung. Es ist ein Risiko. Und das ist es nicht wert, oder? Was soll denn schon passieren? Alles Mögliche. Was ist denn, wenn du das nächste Mal richtig stürzt? Es muss einen Grund geben für deine Ohnmacht. Und den muss man jetzt rausfinden, oder? Also prinzipiell ist das richtig. Wenn es die Gallenblase nicht ist, dann ist es vielleicht irgendwas anderes. Mensch, Oma. Du weißt doch, wie lange es dauert, bis bei dem Wetter ein Arzt bei uns draußen ist, oder? Ja. Wenn es besser ist.
Es ist bestimmt besser, glaub mir. Schwester Asu, machen Sie bitte ein Zimmer auf der Station fertig. Wir sehen uns später. Ausgerechnet Weihnachten. Es ist ganz bestimmt nicht unser letztes gemeinsames Weihnachtsfest, Oma. Brauchen Sie eine Straßensperre? Sehr witzig. Sie könnten mir eigentlich helfen, die Kartons in mein Büro zu tragen. Tut mir leid, ich bin quasi schon im Urlaub. Guten Tag. Brenner, Sie sind Kavalier. Helfen Sie Frau Marquardt mal beim Tragen. Was ist denn da drin? Kaminski, hängt davon Ihre Hilfsbereitschaft ab? Oh, aber die Oberschwester, die... Aber erst unterm Tannenbaum öffnen. Und dabei können Sie an mich denken. Ein Geschenk? Oh, damit können Sie sicher jemand anderen beglücken. Und grüßen Sie den Weihnachtsmann. Ignorant. So, jetzt mal hier keine Müdigkeit vorschützen. Wir müssen erst mal in mein Büro. Vor allem tue ich das wegen Sophie. Christoph, diese Zeit kann man nicht nachholen. Ja, ja. Schon gut. Danke dir auch. Sophies Vater ist wieder aufgetaucht. Hast mir gar nicht erzählt. Ist auch nicht wichtig. Seit 2 Monaten ist er wieder in Deutschland. Und jetzt feiert ihr alle zusammen Weihnachten? Nein. Sophie mag ihn und hat mich gefragt, ob wir Heiligabend zusammen feiern, aber darauf habe ich keine Lust. Und jetzt ist sie Heiligabend bei ihm und am 2. Weihnachtstag hole ich sie wieder ab. Das ist ein Kompromiss. Hast du ihm eigentlich verziehen, dass er euch damals im Stich gelassen hat? Das hat er gar nicht. Ich wollte nur, dass er sich entscheidet. Zwischen uns und seiner Arbeit in China. Und er hat sich entschieden. Für China. Und was machst du jetzt Heiligabend? So alleine? Weiß ich noch nicht. Du? Marie kommt. Und wir feiern mit Otto, Charlotte und den Heilmanns. Komm doch einfach dazu. Ist vielleicht keine so gute Idee. Also bestimmt besser, als alleine zu Hause zu sitzen. Weihnachten im Wellnesshotel? Das hat die Oberschwester da hingehängt. Aha. Frau Grigoleit? Dr. Eichhorn hier. Ich übernehme gerne das Arrangement des Professors. Ja? Prima, danke. Aha. Nicht böse sein. Vielleicht ist das genau das Richtige für mich. Also, kommst du mit Essen? Ja, ja, gehen Sie nur. Aber vorher muss ich mit Ihnen noch sprechen wegen morgen Heiligabend. Sie haben frei. Ich finde, an so einem Tag gehört eine junge Familie einfach zusammen. Das ist ganz lieb, aber... Ich muss sowieso auch arbeiten. Also da weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass Sie morgen auch frei bekommen werden. Der Professor höchstpersönlich übernimmt Ihren Dienst. Und das ist unser Weihnachtsgeschenk für Sie. Sie sind ein Engel. Also. Hallo. Hast du schon Mittagessen? Sie sind ein Schatz. Danke. Wer geht da hin? Unser Weihnachtsurlaub. Ach, Gernot. Ich glaube einfach nicht, dass die Frau wirklich das Bewusstsein verloren hat. Ihre Enkelin weiß einfach, dass wir sie in diesem Zustand nicht nach Hause schicken dürfen. Du meinst, sie ist so eine, die ihre Großmutter über Weihnachten loswerden will? Ihre Reisetasche hatte sie schon dabei. Die alte Dame ist völlig ahnungslos. Hallo. Hallo. Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, brauchen auch mal ein bisschen Zeit für sich. Wie einsam sie gerade über Weihnachten sein muss. Abgestellt, ausgeschlossen. Und sowas gibt's tausendfach. Ich sag ja nicht, dass es richtig ist. Ach, Brenner, stellen Sie sich doch nicht so an. Erst hieß es noch, wir bringen die Kartons in Ihr Büro. Weihnachtsgeschenke für jeden.
Von der Klinik? Nein, von mir persönlich. Und die werden auch schön unter den Weihnachtsbaum gestellt und erst am Heiligabend geöffnet. Danke. So. Bitte schön. Was ist das? Eine kleine Überraschung. Herr Brenner, wir müssen weiter, wir haben noch viel vor. Ich bin jetzt schon platt wie eine Forelle. Also, dass ich sie nicht als Weihnachtsmann verkleidet habe, dass ich daran nicht gedacht habe. Wenn, dann als Rentier. Siehst du, war doch ganz gut, dass wir deine Sachen direkt mitgenommen haben. Du denkst dran, dass der Karpfen bestellt ist? Ich will nicht, dass die Campers drauf sitzen bleiben. Und die Weihnachtsgeschenke für Max? Sind in deinem Wäscheschrank, ich weiß. Wenn du den Baum schmückst, häng nicht so viel dran. Das sieht leicht billig aus. Du machst immer ein bisschen viel. Wie bei den Tapeten, ja, ja. Ja, das hast du von meinem Herrn Sohn. Jetzt hör doch mal auf, ständig auf Papa rumzuhacken. Ich weiß, dass du hinter meinem Rücken mit ihm telefonierst. Hast du gedacht, ich merke das nicht? Oma, wie oft habe ich versucht, offen mit dir über Papa zu sprechen. Aber du... Du schaltest ja sowieso nur auf stur. Er hat uns im Stich gelassen. Die Firma, mich und vor allem dich. Du standst allein da, mit dem Kind, mit der Firma. Und er? Ja, und ich verstehe ihn mittlerweile ganz gut. Weißt du, es ist nicht so toll, ein Geschäft zu führen, wenn einem ständig in alles reingequatscht wird. Du änderst fertige Entwürfe hinter meinem Rücken ohne Absprache. Weil ich weiß, was die Kunden wollen. Ja, sicher. Soll ich dir mal was sagen? Es gab Wochen, wenn ich dein Angebot aus Kanada bekommen hätte, ich hätte es auch angenommen. Was hast du da für ein Glück, dass ich jetzt krank bin? Wir sollten uns nicht streiten. Du musst dich beeilen. Sonst schaffst du die Einkäufe nicht mehr, bevor die Geschäfte schließen. Wann kommst du denn wieder? Ich weiß es nicht. Aber morgen. Ich hab dich lieb. Oberschwester? Ja? Verzeihung. Meine Großmutter... Ist alles in Ordnung? Ich glaube, es geht ihr nicht so gut. Sie fühlt sich ziemlich alleine. Ich sehe gleich noch mal nach ihr. Danke. Ach, wir haben hier übrigens keine festen Besuchszeiten. Sie können also jederzeit vorbeikommen. Auch am Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen. Ich versuche es morgen, aber ich habe noch viel vorzubereiten. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es aber sehr wichtig ist, Patienten gerade an diesen Tagen nicht allein zu lassen. Manchmal hat man keine andere Wahl. Sie haben doch sicherlich eine Kaffeekasse. Es wäre mir sehr daran gelegen, dass Sie so oft wie möglich nach meiner Großmutter sehen. Es gehört zu meinen Aufgaben, mich um die Patienten zu kümmern. Danke. Gerne. Wiedersehen. Dr. Eichhorn, mein Zimmer ist auf den Namen Simone gebucht. Ein Doppelzimmer, aber ich bin alleine. Herzlich willkommen, Frau Dr. Eichhorn. Wenn ich Sie bitten dürfte, das Formular auszufüllen. Gerne. Wie haben Sie geschlafen? Sehr gut. Schmerzen? Ah. Ich denke, wir können Sie in ein paar Tagen entlassen. Ach, warum denn nicht heute? Sie bräuchten jemanden, der sich im Notfall um Sie kümmert. Da das nicht gewährleistet ist... Wieso? Kirsten ist doch da. Ihre Enkelin wollte oder konnte die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Was hat sie gesagt? Mehr oder weniger, ja. Das verstehe ich nicht. Ich meine... Ja, ich gehe ja manchmal auf die Nerven. Ich bin anstrengend, aber... Wir sind doch eine Familie. Heute ist doch Heiligabend. Frau Konrad, Sie sollten Ihre Enkeltochter einfach anrufen und... Ich will sofort nach Hause. Nein, wollen Sie nicht doch erst mit Ihrer Enkeltochter... Nein, Frau Konrad, bitte.
Das Blut. So verdrunken, Thorax in zwei Ebenen. Frau Dr. Eichhorn? Dr. Kaminski? Was machen Sie hier? Ich versuche, die Weihnachtstage an einem Ort zu überstehen, wo mich garantiert niemand kennt. Ja, ich auch. Das scheint uns ja gelungen. Ich habe ein Hotelarrangement des Professors übernommen. Ja. Als die beiden gehört haben, dass ich auch hierher fahre, haben sie sich's noch mal überlegt. Ja? Nein, das war nur ein Scherz. Sind Sie allein? Ja. Und Ihre Tochter? Ist bei Ihrem Vater? Dann wird Herr Martin wohl eine Martinsgans zum Fest servieren. Bei Ihrem leiblichen Vater. Was denn, den gibt's wirklich? Seit ein paar Monaten ist er wieder in Deutschland. Sophie und er haben sich etwas angefreundet und Weihnachten, wenn die Eltern getrennt sind, ja. Wo ist Ihr Sohn? In Berlin bei Freunden. Ich habe mich zwar bemüht, ihn zu überzeugen, mich in die Einsamkeit zu begleiten, aber ohne Erfolg. Ich kann mir etwa vorstellen, wie sehr Sie sich bemüht haben. Sagen wir mal, wir sind uns schnell handelseinig geworden. Ein gutes Buch ist der beste Freund, nicht wahr? Was lesen Sie denn da? Zellbiologie von 1905. Mit einem Kapitel über Prostata-Hyperplasie. Habe ich im Antiquariat entdeckt. Und Sie? Einen kitschigen Liebesroman. Wollen wir tauschen? Nein, danke. Wie lange bleiben Sie denn? Bis Neujahr, Sie auch? Bis übermorgen. Dr. Kaminski, ja? Sie hatten mich um einen Hinweis gebeten, dass... Wenn jetzt? Ja, die Mittagszeit beginnt. Im Sonderbereich ist es jetzt viel ruhiger. Sie können der einzige Gast sein. Oh, wunderbar, danke. Sie entschuldigen mich, aber diese Chance muss man nutzen. Frau Konrad, eine ältere Dame, sie hat krampfartige Hustenanfälle mit Atemnot, sporadisch auftretend, anamnestisch, kein Auswurf. Allergien, Asthma? Nein, das ist was anderes. Sie hat eben Blut gehustet. Hallo, alle zusammen. Sagt mal, ihr beiden, hat einer von euch sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie und wann ihr das mit dem Weihnachtsbaum machen wollt? Oh ja, toll, das habe ich mir gedacht. Ja, wir kriegen das hin. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Draht? Ja, das ist ein Spickdraht. Das sieht nicht gut aus. Wenn wir bis heute Nachmittag keinen Weihnachtsbaum... Das muss sofort operiert werden. Was denn für ein Draht? Laut Krankenakte hatten Sie vor Jahren eine Schulteroperation. Ja, mein Schlüsselbein. Ich bin vom Fahrrad gefallen, aber das ist schon über 15 Jahre her. Damals hat man Spickdrähte verwendet, um den Bruch zu stabilisieren. Einer dieser Drähte hat sich gelöst, ist durch Ihren Körper gewandert bis zur Lunge. Ach, deshalb bin ich gestern in Ohnmacht gefallen. Das ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem ist es ein Glück, dass Sie hier sind, sonst hätten wir den Draht nicht entdeckt. Die Lunge ist nur leicht verletzt, aber es besteht die Gefahr, dass das Metall tiefer eindringt. Eine falsche Bewegung, der nächste Hustenanfall. Und dann? Kann eine lebensbedrohliche Situation entstehen. Wir müssen Sie operieren, so schnell wie möglich. Ich habe den Eingriff für heute Nachmittag geplant.
Gregoleit. Ich bin eigentlich gar nicht mehr hier. Ich hole mir nur ein paar Akten, die ich über die Feiertage noch bearbeiten muss. Es handelt sich um die Geschenke, die Sie verteilt haben. Ich weiß, wir sollten sie erst heute Abend unter dem Baum öffnen, ja, aber... Das kann ich mir denken, dass Sie das wieder nicht ausgehalten haben, aber bitte schwamm drüber. Das Ganze ist etwas seltsam. Seltsam? Ja. Ich finde nicht, dass Professor Simoni Ähnlichkeit mit einem Pudel hat. Und ich dachte, das ist alles vielleicht ein Missverständnis und Sie wollen das nochmal überprüfen. Frau Gregoleit, ich habe eigentlich keine Zeit, jetzt mit Ihnen über Haustiere zu diskutieren. Ich muss noch für meinen Sohn einen Basketball besorgen. Aha. Gut. Na, wie Sie wünschen. Frohes Fest. Ja, frohes Fest. Kirsten, ich bin's, Oma. Sie müssen mich operieren. An der Lunge. Ich habe große Angst, Kirsten. Bitte nimm doch ab. Lass mich jetzt nicht allein. Marquardt, Sachsenklinik, guten Tag. Geben Sie mir mal Ihren Chef. Ja, natürlich geht's um die Lieferung von gestern. Ich fasse es nicht. Was ist denn? Nix da, frohe Weihnachten! Ich glaube, Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hören Sie mich? Ist was passiert? Wasser, schnell! Ja. Schön wach bleiben. Wach bleiben. Hier, bitte. Lass die Tücher. Ja, ja, sofort. Wo bin ich? Sie waren zu lange in der Sauna. Sie sind dehydriert. Oh, sehe ich so aus, wie ich mich fühle? Wie fühlen Sie sich? Eigentlich ganz gut. Trinken Sie einen Schluck. Ja. Ist es soweit? Wir bringen Sie jetzt gleich in den OP. Das ist zur Beruhigung. Danke. Haben Sie mal versucht, Ihre Enkeltochter zu erreichen? Ich habe auf den Anrufbeantworter gesprochen, sie meldet sich nicht. Ach, sie wird sich bestimmt noch melden. Ich war doch immer für sie da, nachdem ihre Mutter gestorben war. Mein Herr Sohn hat sich ja gleich aus dem Staub gemacht. Und sie stand allein da, mit einem unehelichen Kind. Ich habe ihr geholfen, den Kleinen großzuziehen. Ich habe die Firma übergeben. Und ich habe sie verjagt. Genau wie meinen Sohn. Nein, Frau Konrad, das glaube ich nicht. Jetzt bin ich allein. Ich weiß nicht, wo ich das Geschenk hingetan habe. Wahrscheinlich ist es schon zu Hause. Ist schon eine komische Idee, etwas erst zu verschenken und dann wieder haben zu wollen. Ja. Ich weiß. Ach, gut, dass du da bist. Ach, Dr. Stein. Wir müssen in den OP. Die Patientin ist bereits auf dem Weg. Frau Dr. Wieland, geschenkt ist geschenkt. Außerdem, ich finde die Hunde ganz niedlich, also vor allem Professor Simoni. Obwohl ich nicht weiß, was er dazu sagen wird. Marquardt? Hallo, Bastian. Frohes Fest. Frau Dr. Wieland, bitte. Nein, Spätzchen, ich komme jetzt nach Hause.
ganz viele schöne Kugeln. Aber kein Chaos machen, ja? Das kommt auch an den Baum. Ich finde die Kugeln aber schöner. Erstmal müssen wir einen Baum haben. Seht mal, wen wir mitgebracht haben. Oh, Marie. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mhm. Hallo. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wo ist denn eigentlich euer Baum? Sind Martin und Papa damit immer noch nicht aufgekreuzt? Die kommen schon noch. Hallo, Marie. Na? Die meisten Weihnachtsbaumstände machen gerade dich. Na, prima. Ich will aber einen Weihnachtsbaum. Papa fällt bestimmt einen ganz schönen Baum für uns. Danke. Genau. Und wie wird dein Tag heute? Ich muss noch einkaufen. Hanna bei der Babysitterin, meine Mutter aus dem Heim abholen. Aber zum Glück habe ich den Baum schon geschmückt. Roland, der Weihnachtsbaum. Pia reißt uns den Kopf ab. Und nicht nur die. Das kriegen wir schon hin. Oberschwester! Wir haben versucht, sie zu erreichen. Ich weiß. Mein Handy ist anscheinend kaputt. Was ist mit meiner Großmutter? Sie ist im OP. Warum? Was ist denn los? Aus dem, was sie mir auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, bin ich wirklich nicht schlau geworden. Der Spickdraht ist tiefer eingedrungen, als ich dachte. Vielleicht solltest du den Draht durchtrennen. Der erste Teil müsste problemlos rausgehen und beim Rest hast du bessere Sicht. Gute Idee. Zange? Pinzette? Mist, es blutet. Sie fällt im Druck, was ist da los? Wir haben die Arteria pulmonalis verletzt. Klemme. Kompresse. Klemme. Nochmal Klemme, schnell. Sind Sie wieder wohl auf? Oh, ja, ja. Ich wollte mich für Ihren Einsatz bedanken. Nicht der Rede wert. Ich würde Sie gern heute Abend zum Essen einladen. Es ist Heiligabend. Wollten Sie den nicht alleine verbringen? Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob ich Teil einer Maßnahme sein will. Ich weiß nicht mal, ob ich hier sein will. Sie vermissen Ihre Tochter. Ich vermisse so manches. Sie würden mir eine große Freude machen. Es sei denn, Sie haben etwas anderes geplant. Mit Sophie zur Bescherung telefonieren. Sagen wir um 8? Dann haben Sie vorher genügend Zeit und ich kann noch einen Spaziergang machen. Seien Sie vorsichtig, die Wege sind nicht geräumt. Hat das Hotel sich bei Ihnen schon entschuldigt? Wortreich. Ich weiß jetzt alles über Saunatüren. Und bis zum Ende meines Aufenthalts habe ich alle Getränke frei. Oh, prima. Dann können wir uns ja betrinken, wenn wir melancholisch werden. Diese Möglichkeit bestünde. Machen. Und? Wir konnten den Draht entfernen. Er hatte bereits ein großes Blutgefäß verletzt. Es war sozusagen im letzten Moment. Ihre Großmutter liegt jetzt auf der Intensivstation. Aber Oma kommt durch, oder? Sie hat bei der OP sehr viel Blut verloren, aber sie ist stabil. Danke. Darf ich zu ihr? Sie wird gleich wach. Es ist gut, dass jemand Vertrautes an ihrem Bett ist. Ich habe heute Bereitschaftsdienst, wenn irgendwas ist. Großmutter war sehr verzweifelt, dass sie nicht zu erreichen waren. Und sie wären auch nicht mehr gekommen, nicht wahr? Ich meine, ohne die Anrufe. Sie meinen, das geht mich nichts an, aber das tut es.
Samson einem Patienten vorgeht, wenn er begreift, dass er von seinen Angehörigen allein gelassen wird. Sie wusste es? Ja. Es tut mir leid. Ich konnte mir nicht anders helfen. Vielleicht hätten wir doch noch weitersuchen sollen. Wenn der Schmuck dran ist, sieht man sowieso nichts mehr von dem Baum. Ja. Papa? Hey, Marie! Oh, ihr habt den Baum. Ja. Was ist das denn? So hast du dir den Baum also vorgestellt. Na, die Auswahl war nicht mehr so groß. Also. Oh. Na, jedenfalls müssen wir uns keine Sorgen machen, dass er nicht in den Ständer passt. Der Hammer! Was ist denn das für eine Krücke? Wir können froh sein, dass wir überhaupt noch einen Baum abbekommen haben. Also ich finde, die Lisa hat recht. Wer kommt mit? Wohin? Einen richtigen Baum holen. Sehr gut. Da ist es wenigstens schon was gut, dass ich Förster gelernt habe. Warum nicht sprechen? Ich weiß, ich kann ein Drachen sein. Aber loslassen ist schwer. Zu wissen, dass man nicht mehr gebraucht wird, noch schwerer. Aber ich habe nicht gewusst, dass es so schlimm mit mir ist, dass du mich nur noch loswerden willst. Wer sagt denn sowas? Oma, ich will dich doch nicht loswerden. Es ist nur, weil Papa ist heute aus Kanada gekommen. Aus. Ich habe ihn seit 5 Jahren nicht gesehen und wir wollen zusammen Weihnachten feiern. Du hast gesagt, du würdest nicht zulassen, dass er unser Haus betritt. Also habe ich gedacht, das Krankenhaus ist die Lösung. Hier wirst du gut versorgt und das wäre ja nur für einen Abend gewesen. Ihr seid meine Familie. Beide. Trotz allem. Es tut mir leid. Entschuldigung, dass ich so spät komme. Nein, schon gut. Hab schon mal ein bisschen rumgeschaut, aber... Aber? Ich weiß nicht. Die Eltern geben beim Weihnachtsmann ein kleines Geschenk für ihre Kinder ab und der verteilt es dann nachher. Ich weiß nicht, ob das Richtige für uns ist. Irgendwie ist es seltsam, anderen bei der Bescherung zuzuschauen. Ja. Ich habe aber Hunger. Was gibt's denn zu essen? Hummer an Orangensalat. Oh, das klingt aber lecker. Bei uns gab es Heiligabend immer Würstchen und Kartoffelsalat. Rein oder raus? Raus. Was? Entschuldigung. Wie wäre es mit Kartoffelsalat und Würstchen im Kaminzimmer? Ist das möglich? Sehr gern. Und noch 2 Bier dazu. Natürlich. Danke. Gute Idee. Du kannst jetzt wirklich gehen. Klaus wartet sich ja schon. Mir geht's gut. Ich hätte das alles nicht tun dürfen. Wahrscheinlich hast du mir sogar das Leben gerettet. Als dieser Draht sich in meine Lunge gebohrt hat, waren gleich Ärzte zur Stelle. Aber eines musst du mir noch sagen. Bin ich gestern tatsächlich in Ohnmacht gefallen? Oh. An dir ist wirklich eine Schauspielerin verloren gegangen. Verschwinde endlich. Ich sage jetzt Papa ab und dann hole ich Max her und... Dann feiern wir 3 hier zusammen Weihnachten. Ich möchte nicht, dass du deinem Vater absagst. Aber kein Aber. Ich möchte ihn sehen. Und haben Sie mit Ihrer Tochter telefoniert? Ja. Vermisst sie sie wenigstens ein bisschen? Klingt nicht gerade so. Ihr Vater hat sie wohl mit Geschenken überhäuft. Will er denn jetzt in Deutschland bleiben? Das weiß man bei ihm nicht so genau. Aber bevor Sophie sich zu sehr an ihn gewöhnt, müssen wir das klären. Ich will nicht, dass sie noch eine Bezugsperson in so kurzer Zeit verliert. Martin holt sie zwar manchmal von der Kita ab und dann unternehmen die beiden gemeinsam was.
Aber sie kann nicht verstehen, warum er zu Hause ausgezogen ist. Dr. Stein und sie waren ein schönes Paar. Glücklich, ich bedauere, dass sie... Ja, aber ohne Vertrauen keine Liebe und ohne Liebe... Hören Sie auf, sonst wirkt ich wirklich noch melancholisch. Und wie ist es bei Ihnen? Was? Mit der Liebe. Gut. Also, das ist jetzt schon eine sehr persönliche Frage. Stellen Sie sich nicht an. Wie lange kennen wir uns schon? Außerdem habe ich Sie heute fast nackt gesehen. Darüber wollte ich sowieso noch mal mit Ihnen sprechen. Sie weichen aus. Nein, überhaupt nicht. Doch. Aber Sie müssen mir keine Antwort geben. Will ich ja. Ich weiß nur nicht, wie. Wir haben aber kein Champagner bestellt. Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wegen der Unannehmlichkeiten in unserem Saunabereich. Es ist aber eine sehr verharmlosende Umschreibung. Trotzdem danke. Ja. Sehr zum Wohl. Danke. Na dann. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Oskar. Zum Geburtstag viel Glück. Jetzt musst du pusten. Alles Liebe zum Geburtstag. Alles Liebe zum Geburtstag. So, darfst du noch weiterspielen? Ich hab noch was für dich. Du hast mir doch schon so viel geschenkt. Etwas Kleines. Gefällt sie dir? Alles. Vor allem, dass wir jetzt doch zusammen Weihnachten und Geburtstag feiern können. Ich liebe dich. Ich dich auch. Danke. Für wen ist das denn? Ich glaube, für euch. Also Jakob, das ist wirklich ein wunderschöner Baum. Aber wenn man Beziehung zu einem Förster hat, von mir aus kannst du den Baum jetzt jedes Jahr besorgen. Ach ja, jetzt auf einmal, ja? Das ist von Frau Marquardt für Roland. Hier, das ist unser Geschenk von Otto und von mir. Oh. Zeig mal. Ich möchte wissen, was sich Frau Marquardt dabei gedacht hat. Zeig mal. Hat jemand das Telefon gesehen? Ja, das lag vorne auf dem Tisch. Wen willst du denn anrufen? Elena. Na, ob das so eine gute Idee ist. Na, warum denn nicht? Schluck Rotwein. Oh. Es war ein sehr schöner Abend. Mehr als das. Schlafen Sie gut. Ein Handy. Martin. Hallo, Martin. Ja, danke dir auch. Ich habe sehr, sehr gut gegessen und wollte gerade eben ins Bett gehen. Ein paar Tannenzweige wären schön. Ja, aber auf der Intensivstation geht das ja leider nicht. Ist auch egal. Klaus. Das ist mein Junge. Frohe Weihnachten, Frau Konrad. Hallo. Und? Du hast
hast dich gar nicht verändert. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Vielen Dank für dieses unvergessliche Weihnachtsfest. Wir sehen uns in der Klinik. Ihr Rolf Kaminski. Die Magmat muss völlig den Verstand verloren haben. Wieso bin ich im Pudel? Ja, und ich im Boxer, ist auch nicht charmant. Magmat! Was ist das? Fotowürfel. Diesmal wahrscheinlich Katzen. Gut, die nehmen wir an. Wenn das mal kein Fehler ist, Ingrid. So, bitte sehr. Frohes Fest. Gleich eins, Dankeschön. Foto. Was sieh dir? Sieh dir das mal an. Ja, da siehst du doch schon sehr viel besser aus. Ja. Sind wir nicht ein tolles Team? Guck mal. Ah, hätte ich mir die Manschettenknöpfe sparen können. Was sind Manschettenknöpfe? Frohe Weihnachten, mein Schatz. Ja auch. Ist doch schön. Also, ein Halbhalb.